Ich möchte gerne Menschen ansprechen in Umbruchssituationen in ihrem Leben, in Krisensituationen, die sagen, ich brauche jemanden, der mich hält, der mich an der Hand nimmt. So jemand ist für mich Gott aus meiner eigenen Erfahrung heraus, und das möchte ich in dem Buch Leuten mitteilen, die sich in solchen Umbruchssituationen befinden. Es sind Mutmachandachten, die Mut machen zum Leben, weiterzugehen, auch an der Hand Gottes. Zielgruppe des Buches sind Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Das können persönliche Krankheiten sein oder ein lieber Mensch ist gestorben, vielleicht ist eine Beziehung gerade in die Brüche gegangen. Vielleicht fange ich auch nur einen neuen Job an und weiß nicht, jetzt verlasse ich so meinen Wohlfühlbereich, werde ich das schaffen auch? Also es gibt ja vielerlei Krisensituationen, müssen gar nicht immer die Megakrisen sein, die großen Krisen, aber einfach Situationen, wo ich denke, ich komme da allein nicht zurecht und ich brauche jemanden, der mich da an die Hand nimmt, und ich brauche jemanden, der mich ermutigt. Und so jemand, wie gesagt, ist für mich Gott, und das möchte ich einfach weitergeben. Du kannst wirklich in neue Bereiche deines Lebens reingehen, und Gott geht mit dir und er stellt deine Füße auf festen Grund. Deswegen, du lässt meinen Fuß nicht gleiten. Für mich ist das Besondere an diesem Buch dieses Mal, im Gegensatz vielleicht zu früheren Büchern, die ich gemacht habe, dass es ein Buch ist, was auch, wo die Andachten durch abstrakte Kunst begleitet sind, nicht durch gegenständliche Kunst. Das finde ich ganz spannend. Ich habe da mit einer Bekannten zusammengearbeitet, Martina Prisemeister-Schneider, die sehr schöne Bilder malt in Acrylfarben, in Gouache. Und ich finde, diese Bilder begleiten die Texte sehr gut. Ich habe tatsächlich auch immer ein Bild von ihr genommen und versucht zu überlegen, zu was inspiriert mich das, also zu welchem Bibelvers, welcher Bibelvers fällt mir da ein, der ermutigend ist auch in jeder oder in verschiedenen Lebenssituationen, und was kann ich dann dazu schreiben. Die Bilder predigen auch für sich sozusagen und ergänzen die Andachten sehr gut. Also das hat mich persönlich sehr gefreut, dass uns da so ein schönes Buch gelungen ist, eben für mich zum ersten Mal auch mit abstrakten Gemälden, und ich denke, das ergänzt sich ganz toll, die Andachten und die Bilder.